Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS 2 auf der Promo 2.15 hier auf Island. Tja, wie ihr seht, wir haben noch ein ganzes Stückchen Strecke eigentlich vor uns, bis wir hier irgendwann mal, da hinten irgendwo Schweden rechts nach. Tja, aber wir dürfen uns hier erstmal durch kurvige Straßen mit bisschen Schnee auf den Straßen rumschlagen. Und wenn ich mir das hier schon wieder angucke, ne, da wo wir auch irgendwann mal hinkommen, da sind schon wieder die Warnschilder. Mir wird schon wieder ganz schwummrig, deswegen wollen wir mal zusehen, dass wir uns hier so ein bisschen in unserem Petterbild wieder reinsetzen. Um da denn jetzt die nächsten Hügel in Angriff zu nehmen. Jacquelinchen Hügel. Hast du zwei, weiß ich. Tja, machen wir das Schmuckstück mal wieder an. Und bewegen wir ihn mal wieder ein wenig vorwärts. Jetzt, wo wir wissen, was für schöne Strecken hier wieder auf uns zukommen werden. Da werden wir noch einiges am Lenkrad zu kurbeln haben, würde ich sagen. Das sah sehr nach Berge, Berge, Berge und Kurve aus. Viele Kurven, viele Berge, würde ich mal sagen. Da können wir ordentlich schalten, ordentlich am Lenkrad drehen. Also nicht langweilig immer hin und her den LKW bewegen. Oh, apropos hin und her bewegen. Ich muss mir noch mal meine Fahrhilfe hier anmachen. Ich brauche noch mal so in meinen rechten Spiegel hier so ein bisschen, damit wir hier nicht aus Versehen den Auflieger in irgendeine Schneewehe rechts setzen. Wäre ja ein bisschen peinlich, ne? Einfach sich hier so festzufahren. Und mal gut, dass hier so um Mitternacht oder vielmehr 1 Uhr nachts Ingame-Zeit nicht so viel KI-Betrieb auf Island immer unterwegs ist. Die sind schlau, die fahren hier nachts nicht. Und die KI ist brav in ihren Holzhütten, heizt ordentlich den Kamin an tanzen nackig durch die Gegend, würde ich mal sagen. Aber mit den Autos sind sie hier nicht unterwegs. Das kommt erst wieder beim guten Morgenverkehr dann auf uns zu. Ja, ja. Aber das ist noch ein bisschen hin. Bis dahin müssen wir zusehen, dass wir ordentlich Kilometer vielleicht in diesen kurvigen, hügeligen Straßenabschnitten hinter uns bringen. Oh Gott, schon wieder so eng abbiegen hier. Da passt. Das Schild bleibt auch stehen. Auflieger jetzt noch mitnehmen. Eieiei, der Petterbilt mit seinem langen Radstand, ne? Mal gut, dass wir hier keine Schwerlast gefunden haben, sondern nur diesen Heuer-Tankauflieger. Gott sei Dank für mich, ne? Puh. Schon anstrengend genug so, das Ding um die Kurven zu kriegen, wenn das dann jetzt womöglich noch so ein Schwerlasttransport wäre mit dem langen Radstand hier des Petterbilts. Da wäre so bei manch einer Kurve wahrscheinlich dann spontan Schluss. Festgefahren, fertig. Auf Hilfe warten. So, Navi taucht so schön nach links, rechts Hügelchen auf. Ja, das mögen sie hier gerne auf Island. Hügelchen und links, rechts immer. Ja, wie gesagt, ne? Berge, Berge, Berge. Ups, Kurve. So ungefähr ist die Reihenfolge hier immer. Vielleicht auch manchmal einfach nur Kurve, 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 Upsberg. Geht manchmal auch. Aber schon wieder schick gemacht. Ich sehe schon wieder da drüben so. Ne, fahren wir doch nicht längs. Ich dachte, wir umkreuzen hier jetzt einmal das Fjord. Aber ganz so schlimm ist dann doch, ne? Eieiei. Schon wieder so ein bisschen rutschig die Straße hier, ne? Mal ein bisschen mit dem Salzstreuer hier längs gehen. Mal so ein bisschen, ne? Mal ein bisschen das Eis von der Straße kratzen hier. Wenn wir hier schon unterwegs sind. Können auch mal ein bisschen mitarbeiten hier, die Isländer. Eieiei. Ja, im Moment ist wirklich Kurve, 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 ups, Berg. Im wahrsten Sinne des Wortes taucht der Berg auf einmal vor der Petterbilt-Schnauze dann auf. Eieiei.
Ja, also langweilig wird mir hier am Steuer gerade nicht. Und ich bin wirklich froh, dass wir hier nicht so lange Schwerlasttransport haben oder dass hier im Moment viel Verkehr womöglich in den Kurven dann immer wäre. Müssten wir ewig stehen bleiben und warten, bis der Verkehr vielleicht sich mal an uns vorbeigezwängt hat. Vielleicht, ne? Manchmal bleiben sie auch einfach nur stehen. So, aber das ist relativ gut ausgebaut hier für isländische Verhältnisse. Eine sehr sanfte Kurve mal. Da kann man den Pedalbilder auch mal ruhig laufen lassen. Mal ein paar Meter plus reinholen hier, ne? Oh, da war schon wieder so ein Warnschild. Achtung, Hügelchen. So ein Sprungschanze, Jagelinchen, halt die Biester fest. Das ging ja noch. Das hat ja nur sanft geschaukelt. Kopf gehen. Sanft geschaukelt. Kann ich widerstehen. Sanft geschaukelt. Die wollen mich hier einlullen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Das ist jetzt hier so schön ausgebaut und fahr schön fast geradeaus. Mal sanft wackelt der Pedalbild ein bisschen. Nun komm, präsentier mir. Achso, im Navi taucht schon die Präsentation auf. Dankeschön. Kurve, Kurve, Kurve. Upsberg. Ich wusste das doch. Das konnte auch nicht so lange gut gehen hier. Oha, unser Tank ist auch schon wieder. Na, muss noch ein bisschen rein. Hey, hey. Hallo, was ist passiert hier? Wir hatten vergessen, hier den Schnee wegzuräumen von der Straße. Unglaublich. Wir sind doch keine Ice Road Truckers. So, mit Schwung erstmal. Bis zur nächsten Kurve. Wer weiß, was da wieder lauert. Das nächste Schneefeld. Oh, das wird ja immer schlimmer. Na, wieder werden ja immer mehr Kurven. Ei. Naja, Kurve, Kurve, Kurve. Ups. Diesmal ein Begrenzungszaun. Oh, da kommt auch mal wirklich einer. Damit hatte ich jetzt so nicht gerechnet. Was haben wir? 3 Uhr nachts fahren hier die Busse. Kannst mal sehen, was hier für ein Linienverkehr ist. Ei, das sah jetzt gar nicht so eng aus, das Körbchen. Wie es sich dann doch entpuppte. Aber mit uns kann man das ja machen hier, ne? Schön über die Berge jagen, über die schneebedeckten Straßen, über die eisigen Straßen, über die kurvigen Straßen. Kann man ja alles mit uns machen. Wir bringen das ganz sicher hinter uns. Hoffe ich. Die Ware wird schon sicher beim Empfänger ankommen. Irgendwann. Wenn ein anderer sie dann für uns weiterfährt, wenn wir hier irgendwo umgekippt sein sollten. Oh, schon wieder ein PKW. Was ist das? Ist ja richtig Rush Hour hier auf einmal. So, in der Kurve aber bitte keiner, ne?
schon eng genug hier für mich alleine. Da brauche ich jetzt nicht noch KI. Die Sonne geht schon wieder auf. Mann, morgens um kurz vor 4 schon Sonnenbrillenwetter hier auf Island. Meine Herren. Und der Tank schon bald halb voll. Nur noch. Oder halb leer. Können wir uns jetzt aussuchen. Liegt im Auge des Betrachters, ne? Optimist und Pessimist. Vorne schon wieder so ein riesengroßer Hügel, um ihn mal nicht Berg zu nennen. Ich hoffe, da müssen wir uns nicht noch rüber kämpfen, aber ich fürchte fast schon. Und so ganz im Vertrauen, ich habe natürlich keine Schneeketten mit für den Petterbild. Wozu auch so ein Luxus? Spur hier mit Abbiegen und so. Zivilisation würde ich da ja schon fast zu sagen. Oh, Lampen gehen auch aus. Wahnsinn. Richtig Betrieb hier um diese Tageszeit schon. Zweispuriger Kreisverkehr, Luxusleben, viel Platz. Können wir auch einfach mal die Kurve schneiden. Ups. Mit angeschlossener Bodenwelle. Ampeln sind auch schon an und ich glaube, das alltägliche Leben kommt so langsam auf Island wieder zum Erwachen. Wir stehen sogar schon an der Bushaltestelle hier. Morgens um 4. Tja, hier hört die Nacht halt etwas eher auf. Leider unsere Spur auch jetzt. Wo muss man brav hinter den anderen einordnen? Ne? Muss man grad so ein bisschen auf Lieb tun. Kann ja nicht mal sagen, hier, Achtung, fremdländisch, kenne mich hier nicht aus. Ne? Petterbilt hat ein isländisches Kennzeichen. Das kaufen die uns hier jetzt nicht ab. Ich wusste doch, dass es wieder in die Berge geht. Das war auch schon wieder zu einfach hier alles. Ab in die schneebedeckten Berge. Super Plan. Ich freue mich ja so. Ich weiß, man kann es mir kaum anmerken oder anhören gerade, wie sehr ich mich freue. Aber dafür landschaftlich war wieder schicki hier so, ne? Und rechts weißer Schnee, links das kleine Fjord. Hat was. Kann man also nicht meckern.
und wir hier mit unserem hochmodernen Peterbilt unterwegs. Der also sich so langsam als kleiner Schluckspecht dann auch entwickelt. Nicht schlecht, nicht schlecht, was der so in sich reinpfeift. Zumindest laut Tankanzeige hier, ne? Die ja doch schon beachtlich Richtung Halt gewandert ist hier. Nach oben. Dieses Kurvige, dieses Bergige, dieses Schneebedeckte, was da kommt. Das schreit quasi jetzt erstmal nach einer kleinen Pause. Und wenn ich ins Navi gucke, werden wir gleich schneebedeckte Straßen vor uns wiederfinden. Ein Jagelinchen sitzt im Dunkeln. Kann trotzdem alles sehen. Tja, dieser Bombensensation, dass in der nächsten Folge auf jeden Fall Schneeketten anscheinend angesagt sind. Kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge schnell umdrehen, damit ich das Elend nicht sehen muss. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge auf dieser Straße wieder. Bis dann. Tschüss.